Hallöchen. Liebe Freunde, wir sind wieder zurück bei Outlast. Es ist kaum zu glauben. Ja. Aber wir haben uns mal wieder rangetraut, aber die Zeit hat es halt immer so nicht so ganz zugelassen. Ja, für die allen drin, die hier neu dazu kamen, unten ist die Beschreibung, da ist die Playlist drin und da ist 1 bis 5. Also ich versuche mal gerade noch was zu ändern. Part 1 bis 5. Weiter. Okay, was macht's denn jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Sie würden es vielleicht heller machen. Wir sind ein bisschen dunkel. Wir haben auch jetzt ein neues, einen neuen Punkt quasi. Ja, ist schon ein bisschen heller. Ist schon nicht schlecht. Ja, wie gesagt, für alle, die den Anfang hier verpasst haben, weil sie dazu kamen oder neu dazu kamen, Playlist anschauen. Wir sind in Part 6 und ja, wir haben jetzt einen dunklen Bildschirm. Ja. Das hat einen Grund, weil wir sind hier in der Ödnis, im Gefängnis, im Hasenjäsen. Na, los geht's, ja. So, und wir gucken jetzt mal weiter. Hier waren wir ungefähr schon. Ja, Wir müssen Tür da. Wir müssen uns erstmal ein bisschen, nee, da liegt der ja vor. Nope. Wir müssen uns erstmal ein bisschen orientieren wieder. Wir sind ja im Gefängnistrakt. Da kamen wir her, ne? Ja, da kamen wir her. Da, vielleicht müssen wir hier rechts, Ja, rechts ist aber Abgrund hier, ne? Beweg dich zu einer Kante, ja. Okay. Um dich daran festzuhalten. Ach so. Ah, okay. Ach, das macht halt automatisch. Das haben wir als letztes... Kannst du dich umgucken? Ja, okay. Das letzte Mal eventuell noch nicht gemacht. Das haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Ist schon ewig her. Ja. Also davon abgesehen. Ja. Wir haben uns jetzt, also ich habe mir jetzt noch einen letzten Part angeschaut. Was geht denn mit dem? Okay, geh weiter. Ja. Geh weiter. Geh weiter. Da, wo es Blut ist, ne? Ja. Stop. So, hier ist noch was. Ja, es ist, glaube ich. Ach ja, das ist immer so geil. Ja, da ist einer, oder? Ja, ja, sag's dann. Was? Gott. Da, was steht denn rechts? Ziele. Ein neues Ziel. God always provides a way, follow the blood, okay. Follow the blood, ja, das ist unsere Aufgabe jetzt. Folgen wir dem Blut. Hast du auch schon. Er hat er automatisch gemacht. Folge dem Blut. Der Fahrstuhl weiß auch, ah nee, das ist so ein, ja, Zeug halt. Zum oder? Desinfizieren. Ja. Guck mal da an den Ecken immer. Na, ob das so gut ist, ich lasse das mal wieder offen. Guck mal in die Ecken. Weil wir wissen ja, wir brauchen da, ist eine Batterie. Oh, wir brauchen Batterien. Na, wir haben 6 Stück, also. Na, wir ja, sind ganz gut versorgt. Ist jetzt. Willst du schleichen weiter? Nee, ich muss hoch. Ich ging gerade nicht, deswegen. Achso. Block A. Sonst hätte ich mich gestoßen, das wäre dem, hätte Kopfschmerzen gehabt. Gott, ey. Da ist ein bisschen Blut. Aber da kommst du nicht rein, war ja klar. Ist ein Fuß da? Oder ist es einfach nur. Nee, es ist irgendwas. Ich höre was, ne? Ja, ja. Ich höre jemanden flüstern. Die malen sogar Pfeile mit Blut, wie praktisch. Durch den Abfluss. Durch den Abfluss, okay. Down the train. Was? Drain, ja. Alter. Guck, ich habe ja erst nach oben, bitte. Okay, okay, da geht's nicht. Wir gucken uns da mal an. Ja, wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja. Ja. Wollt nur mal ausschließen, dass es da nicht lang geht. Nicht, noch nicht, noch nicht. Ja, ich guck nur. Achso. Ich wollte jetzt nicht unbedingt runtersprechen. Kannst du nicht ausmachen? Ah, okay. Kannst du nicht ausmachen? Das ja, aber. Oh, Notizen! Mit N? Mit J. N. Na, N. Doch. Für naja. Notizen. Aber ist es nicht, oder? Nicht. Na, sonst J. Ja. Willst du im Po lesen? Auf jeden Fall. So, von wem? Von N. Punkt. Von Nico. Ach nee, schade. Von Nico Wolfram. Nail Wolfram. So, okay. Helen. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud oder Boot, weiß ich nicht, also französisch, Morton Archimbaud, hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive wenn, wahrscheinlich, Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass ich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Neil. Ja, Neil. Nicht Nico. Ja. Okay. Na dann, down the drain. Down the drain. Down the drain. Down the drain. Ah, hier. Ist ja auch ein Pfeil. Ja, ja, wäre für dummer, also. Bumm. Das Licht übrigens.
Also zumindest in die Richtung würde ich erstmal gehen an deiner Stelle. Okay, ja. Dann gucken wir erstmal in die Richtung. Inaktiv. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Okay. Was soll das heißen? Mhm. Okay, ja, das war der Gang, in dem wir hochgekommen sind. Was? Da, Exit, ne? Ja, aber da geht, da kommen die her, oder? Also das sieht eher aus, als würden die... Was waren in der Richtung da hinten? War da kein Blut? Da war kein Blut, ne. Sieht aus wie ein Raum, ich weiß halt nicht. So ein Computer ist immer gut. Gibt's vielleicht Batterien? Ja. Oder auch nicht? Ne, bei Schreibtisch, Mann. In einem Computer gibt's Batterien. Ja. Wusstet ihr das noch nicht? Nee. Kannst du eigentlich Schubladen öffnen? Nee, glaube nicht. Nee, geht nicht. Okay. Aha. Okay, da ist was zum Verstecken. Nicht, dass da irgend jetzt ein Typ kommt, wenn die schon... Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, da ist auch nichts. Nee. Mülleimer? Guck mal in den Mülleimer rein. In den Mülleimer? Ja, nee. Schade. Das wäre auch was gewesen. So, hier, die kann ich aber aufmachen. So. Wir sind krank. Immer noch. Die man aus anderen Videos auch erkennen kann oder hören kann. Da versteckst du dich nur, ja? Ja, ja, ich wollte gucken, vielleicht ist ja doch was da drin. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann mal was gefunden haben. Na dann, folge den Blutspuren. Bin mir nicht so ganz sicher gewesen. Genau. Okay. Ich würde weggehen an deiner Stelle. Ich würde nämlich eher kurz versteckt oder so. Ich gehe so vorbei. Ich kann sagen, wenn er jetzt da kommt. Das ist der Raum, ne? Ja. Zoom mal ran. Hi. Der sieht euch auch nicht mehr. Anscheinend schon. Ja, ich weiß nicht. Ich muss dahin. Ja, ja. Ich hätte eher noch gesagt, guckst du noch mal hier, da, ob da... Was, ob da? Ja, hinter den Regalen, man weiß ja nie. Okay, gut. Nee, kommt man nicht hin. Da können wir uns verstecken. Ja. Ja, keine Ahnung, ob ich jetzt hier... einfach vorbeilaufen kann. Oder rennen, oder... Ich würde weg. Ich würde weg an der Stelle. Okay. Oh Gott, das war ein Schatten von uns. Nein! Renn! Verdammt! Ja! Du guckst auch immer schön. Weg! Du beschwerst dich bei mir und guckst selbst immer so eine halbe Ewigkeit. Tür zu. Steck dich in... So, rein. Oh, das war ein Traum. Alter. Das war eine Traumflucht. Das stimmt. Wie in einem Trailer. Ohne Scheiß. Kannst du dich ducken da auch? Nee. Okay. Ich finde dich, du kleine Schlampe, hat er gerade gesagt. Ich finde dich, du kleine Schlampe. Das kommt übrigens im 18. Und wir sehen hier... Mal. Wir sehen hier Penisse. Zoom. Okay. Er geht raus. Alter. Aber wir wissen ja, wie... Die sind ja immer noch da. Also wir kommen ja nie wirklich weg. Wie, wär's da? Die Viecher. So. Wir haben es ja schon mal bei den Generatoren da unten im Wasser. Da war ja auch schon so ein Vieh. Da muss man es zigmal verstecken. Wenn ich erinnerst. So, jetzt lugt er sich ja. Hier. Toll. Okay. Er scheint weg zu sein. Der Fahrstuhl ist immer noch kaputt. Hätte sein können, dass sie ihn reparieren. So, ja. Nachträglich. Okay. Da sind wir hergekommen. Ja. Mal gucken, ob er hier noch da ist. Ja, er ist noch da. Also er tut uns nichts. Muss vielleicht hier in den Raum rechts reingehen, wo wirklich er ist. I like you to stay quiet.
Gibt's da eine Tür? Nee, doch. Der ist nicht mehr so ganz frisch im Nischel. Oh. Was ist das? Ach so, nee. Das ist ein kaputter PC. Ja. Da ist auf jeden Fall was. Oh, ja. Eine Batterie. Sehr schön. Da unten ist auch noch was. Oder? Ah, nee, ist schon wieder der blinkende PC. Ja. Nee, ist der blinkende PC. Also hier sehe ich nicht viel. Aber hier gibt's nichts mehr. Scheiße. Auch, oh, scheiße. Aber der vielleicht Mut, ist er jetzt nicht mehr in seinem Raum. Der Mut wird wenigstens mit einer Batterie belohnt. Ja. Wir müssen auf jeden Fall mal die Grafik noch runterstellen. Es leckt ein bisschen. Ja? Ja, so 18 Frames sind nicht so ganz schön. Achso, oh, da oben habe ich gar nicht raufgeguckt. Schön, dass ich auch so mache. Okay, er ist weg. Schließ die Tür. Jetzt ist es quasi schon mal widerlegt worden, dass die dann doch wieder da sind. Kommen. Ja. Was da drinne? Das ist eine Konsole. Nee, durch die Scheibe. Da geht wahrscheinlich der... Ja, ja. Follow the blood. Follow the blood. Da geht wahrscheinlich der Aufzug dann. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Alter Vater, ey, hast du auf die Uhr geschaut? Mhm. Okay. Bumm. Mhm. Da hätte jetzt euch eine Vieh da sein müssen. Ja, ja, eigentlich schon. So, sonst liegt da nichts mehr, ja. Ist an das den der Aufzug? Na, das ist nee, nicht dieser Aufzug, das ist... Ja, ja, das die ist Musik, dieses Ding. Das ist ja, dieses, ist es der Aufzug? Ja, ja, na, keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Scheiße. Nein, nein, nein! Oh Gott. Ich muss hier weg. Scheiße! Ich kann's ja gleich in den Aufzug. Ja, warte, ganz ruhig ja, jetzt. Ja. Hilfe! Geht mir aus dem Weg, da. So, oh, Alter. Das ist Trailer-Material. Ja, wirklich. Ich arbeite übrigens bei Red Barrels. Andere Seite. Oh. Oh Gott, ich will nicht spielen. Oh, es ist toll. Ich hab's ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein schönes Spiel. Ah, toll. Spiel. Security ist nicht da. Security ist zu, ne? Die beiden schon wieder. Oh, nee. So, wir gucken mal so hier. Ja, ich guck's jetzt mal nicht genau an. Zu spät. Zu spät. Ja, sieht man nicht so viel. Okay. Liebe YouTube-Freunde. Zoom einfach auf die Gesichter ran oder sowas. Zoom und dann... Ja. Die sehen ja fast normal aus, ja, ne? So ein bisschen Undertaler-like, aber... Naja, so, ja. Na gut, dann musst du wohl da rein. Okay. Hä? Achso, nee, ich dachte schon wieder. Okay. Dann jetzt darüber. Da sind wir jetzt... Da sind wir doch bei denen doch, dann. Doch, ne? Achso, nee. Achso, das weiß ich nicht. Kommt da jetzt einer? Schade. Wahrscheinlich, ne? So früher oder später. Wäre nicht so verkehrt. Okay, hier ist schon zu Ende. Und weg sind sie. Na, hier ist der Security-Raum. Na dann durch da. Ja, wir müssen eh der Blutspur folgen. So, sind zum Glück keine Zombies, sonst wären die jetzt aufgestanden. Ja. So. Morkov Corp PG, Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie im Morkov Corp Wartungshandbuch MMS, nee, MMPSM 180286 ist mir ja nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Kannst du die Leute ab, also kannst du ihn irgendwie looten? Nee, vielleicht hat er ja einen Sicherheitsschlüssel, weil da gerade irgendwas stand. Also. Nee, kann sie nicht looten. Ich kann sie nicht looten. So. Aber, naja, vielleicht können wir nur wegen der Notiz... Ah, Batterie! Sehr gut. Alter, wir haben so viele Batterien. Ja. Ja, aber, ja klar. Wer hätte es anders gedacht? Huch, oh. Jetzt geht sie ganz schön nach unten. Oh Gott, was ist jetzt, was ist nur passiert? Jetzt rastet sie ein bisschen aus. Ja, wir müssen die Grafik auf jeden Fall mal runterstellen. Mhm. Jetzt ist hier... Wir müssen sowieso Farm machen, oder? Ja. Ja. Naja, wir stellen in der nächsten Folge mal die Grafik ein bisschen runter. Ist doch schon sehr leistungsstark hier, das Ding. Ja. Komischerweise. Ja, so ist das nun mal, ne? Mhm. Macht's gut, bis morgen um 8. Jo. Da könnt ihr euch mal drauf verlassen. Wir spielen jetzt Outlast wieder. Es ist zurück. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.